So, hier haben wir das, was wir brauchen. Also ich nehme hier zwei 500 Milliliter Flaschen. Dann brauchen wir Apfelessig. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Hefe. Wir brauchen Zucker. Und wir brauchen einen Zuchtansatz Essigälchen. So, ich mache jetzt aus dem Ansatz mache ich zwei Flaschen. So, und dafür gebe ich in jede Flasche einen Teelöffel Zucker. So, wieder schön verschließen. Können wir schon mal an die Seite stellen. So, jetzt braucht man ein bisschen Hefe. Da braucht man nicht so viel von. So, ein bisschen schütteln. Ja. Also hier, ich nehme ganz normale Trockenhefe, so eine ganz billige, das reicht. So, dann nehme ich da also einen halben Teelöffel, ne, von der Hefe und gebe die da mit rein. Gucken, schön wieder verschließen. So. Ja, dann nehmen wir den Apfelessig. Riecht lecker. So, nehmen wir mal erstmal die Flasche. Machen wir die Hälfte der Menge, die wir ansetzen wollen, die nehmen wir in Form von Apfelessig. Und auffüllen tun wir dann mit immer warmem Wasser. Ja, hoffentlich klappt das. Ja. Ich werde mal gucken, ob ich da das mit dem Becher besser hinkriege. Na, rumgesaut wieder. So. So. Einmal. Ja, wird jedes Mal besser. Ich glaube, einen ganz kleinen Schluck geben wir noch dazu. So, dann wollen wir das Ganze mal erstmal die Flasche richtig zumachen und dann einmal richtig, ja, richtig schön durchmischen, dass sich also möglichst schon mal der Zucker löst. Und die Hefe sich verteilt. So, und jetzt nehmen wir den Ansatz. Und füllen da einen guten Schluck von rein. Da könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, muss ich mal wieder hier vorstellen.
So, und jetzt legen wir den Deckel einfach nur locker drauf, damit Luft rein kann, ja, dass der also, dass die Tiere atmen ja, ne, entsprechend, die brauchen auch ein bisschen Sauerstoff, aber auf der anderen Seite keine Schadtiere oder irgendwelche Schadorganismen in die Flasche kommen. So, das gleiche machen wir mit der zweiten Flasche. Ja, da machen wir das auch. Ja. Hälfte der Menge in Form von Apfelessig. Das gleiche gut zuschließen und dann heftig durchschütteln, damit sich alles verbindet und alles auflöst. Ja. So, jetzt haben wir so eine schöne trübe Maische. Eine schöne trübe Maische. So. Jetzt schütten wir da auch eine gute Portion rein. So. Ob aus dem Rest noch was wird. Aber das ist auch einfach. Füllen wir einfach mal ein bisschen auf. Ne? Probieren wir es doch mal aus. Probieren wir es doch mal einfach aus. Noch mal ein klein bisschen Zucker mit rein. Ist ja nur ein kleines Pöttchen. Mal gespannt, ob da noch was draus wird. Und einfach noch mal ein klein bisschen Hefe mit rein. Meine, ihr seht ja natürlich jetzt nicht viel davon. Ich stelle das mal hier hin, dann könnt ihr das besser sehen. Das ist der Ansatz, der vorhin angekommen ist. Ja, und noch mal ein klein bisschen Hefe mit rein. So, auch das schütteln wir noch mal ordentlich durch. Aber hier genau das gleiche, nur locker auflegen, dass noch Luft reinkommt. Ja, und das müssen wir jetzt natürlich noch auch bei unserer zweiten Flasche hier machen. Ja, nur locker auflegen. So, jetzt kommen die beiden oder die drei Flaschen kommen jetzt in die Ecke, wo die Salinenkrebse stehen.